Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Sheila. Sheila ist eigentlich nach der Liste gar nicht dran. Allerdings ist sie im Livestream, da mache ich das ja immer mit so einem Rädchen, per Zufall, wer drankommt. Da wurde sie zweimal gezogen. Ich konnte ihren Zoo aber nicht besichtigen, weil sie mir leider den falschen Speicherstand geschickt hatte. Aber sie hat mir jetzt per E-Mail den richtigen Speicherstand zukommen lassen. Und deshalb werden wir heute mal und Sheilas Park als nächstes ansehen. Sie schreibt auch natürlich noch eine kleine E-Mail für euch, die ich euch jetzt mal eben vorlese. Hallo Dandiman, ich verfolge deine Ich bewerte eure Zoos Videos jetzt schon eine ganze Weile und lasse sie auch oft nebenbei laufen, während ich an meinem Zoo baue. Ich dachte mir, da du neu startest, mache ich diesmal einfach mal mit und probiere mein Glück. Die Zoos, die du bis jetzt vorgestellt hast, sind zum Teil echt mega und ich weiß, dass mein Zoo da bei weitem nicht mithalten kann. Ich habe momentan ca. 50 Stunden daran gebaut, habe 21 Tierarten und um die 70 Tiere. Er ist also noch recht klein und noch lange nicht fertig. An vielen Stellen fehlt Deko, da mir oft die Kreativität fehlt und ich es aber möglichst für mich perfekt machen möchte. Ich würde mich dennoch freuen, mal deine Meinung zu meinem Zoo zu hören und ein paar Tipps, was ich vielleicht verbessern könnte. Zum größten Teil habe ich alles selber gebaut. Nur für vereinzelte Sachen habe ich Workshop-Objekte verwendet. Ich habe die Gästeanzahl auf 500 gesetzt. Der Rundgang beginnt auf der rechten Seite. Viel Spaß in meinem kleinen Zoo. Liebe Grüße, Sheila. PS, da ich weiterhin an dem Zoo baue, schicke ich dir bei Gelegenheit nochmal eine aktuellere Version, bevor er an der Reihe ist. Das hat sie auch gemacht, hat auch nochmal eine kleine E-Mail zugeschrieben. Die lese ich jetzt aber nicht vor. Die wichtigsten Sachen haben wir jetzt, denke ich mal, gehört. Vielen Dank, Sheila, dass du mir so schnell deinen richtigen Speicherstand zukommen lassen hast. Und deswegen werden wir jetzt auch dein Zoo besichtigen. Und schon sind wir da. Die Anreise bei Planet Zoo dauert natürlich immer nicht lange. Das ist sehr praktisch. Da braucht man nicht so weit fahren. Kann man immer von zu Hause aus ein Zoo besichtigen. Ist das nicht toll? Oh, das ist ja schon mal schön hier. Cool. Ein schöner Springbrunnen. Die Leute laufen da ein bisschen durch. Vielleicht hättest du hier die Wege ein bisschen breiter machen müssen, damit die Leute hier nicht durch den Springbrunnen durchlaufen. Ich weiß, das ist manchmal ein bisschen schwierig mit den... Ah, du siehst das hier, ne? Ja, egal. So schlimm finde ich es jetzt nicht. Passt schon. Ist auf jeden Fall sehr süß gemacht hier. Ein schöner Springbrunnen mit ein paar Blümchen drum. Oh, plätscherndes Wasser am Eingang ist immer toll. Sieht auch sehr idyllisch aus. Mit einem... Oh, was ist das? Ein Hirsch, ne? Würde ich jetzt sagen. Und das ist übrigens der Zoo-Name, den habe ich vorhin gar nicht genannt. Willkommen in Ananau. Ananau ist der Name. Cool, finde ich toll. Sieht auch hier schön aus. Die Bordsteine abgesteckt. So ein bisschen grün hier mit hingemacht. Ein paar Felsen. Dann die Bäume. Das sieht schon cool aus. Sieht so ein bisschen nach Wald aus. So, ja, so Forest-mäßig, finde ich. Auch hier mit diesem schönen Weg. Ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt. Mullboden oder so? Ich weiß es nicht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. So ein Boden hat auf jeden Fall auch einen Namen. So, schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Ach, hier ist auch eigene Gebäude gebaut. Das ist cool. Die sehen aber interessant aus, die Gebäude, muss ich sagen. Mit den Baumstämmen. Das sieht schon cool aus. Und dann dem Efeu hier. Oder den Ranken. Muss ja nicht unbedingt Efeu sein. Oh, könnte aber sogar sein. Geldautomaten hast du hier auch. Und ein paar Essens- und Trinkensläden. Trinkenläden natürlich. Getränkeläden, so heißt es. Zum Tunnel. Oh. Ja, ich gehe gleich aber den Rundgang. Aber es sieht schon mal cool aus. Finde ich cool, wenn man ja so einen riesigen Stein als Schild macht. Das hast du ja auch sehr gut gemacht. Auch mit dem Pfeil hier. Ist der selbst gebaut? Oder kann man sowas machen? Ach, Pfeil nach links. Das gibt's sogar. Okay. Finde ich cool. Finde ich sehr cool. Und auch das Gebäude hier finde ich sehr cool. Ist mal was ganz anderes. So, hier ist auch Mauern. Ach, hier ist nochmal so ein Gebäude. Noch ein paar mehr Läden und Toiletten. Ah, die Toiletten hast du auch versteckt. Bin ich ja sowieso großer Fan von. Die hast du auch schön eingebaut, muss man sagen, hier mit dem Holz. Das sieht cool aus. Okay, hier sind natürlich so ein bisschen die Rohgebäude noch zu sehen, aber ja, halb so wild. Ich kann es verstehen, wenn man sich nicht mehr oder nicht mehr die Zeit dazu findet, die einzubauen. Vielleicht hättest du einfach hier noch was vorbauen sollen oder so. Aber passt schon. Finde ich nicht so schlimm. Ist ja relativ versteckt. Immerhin ist ja das nur bei den Toiletten zu sehen. Also das ist ja nicht so schlimm. So, gehen wir mal in den Zoo jetzt. Ich hoffe, hier ist gleich irgendwo der Rundgang ausgeschildert.
Aber du meintest, rechts geht's los. Also gehen wir erstmal hier lang. Hier haben wir Bongos. Cool. Das erste Tier. Da laufen sie schon, sprinten sie schon durch die Gegend. Kleinen Bongo-Babys. Ah, die sind ja auch so süß, ne? Du hast hier auf jeden Fall eine sehr interessante Glas-Barrierenform genommen. So wellenmäßig sieht das aus. Finde ich aber cool, besser als gerade. Vielleicht hättest du noch hier die Säulen ein bisschen einbauen können. Ist aber nicht so schlimm. Hast du auch einen eigenen Unterstand gebaut für die. Ja, ist ein solides erstes Gehege. Hast du auch ein paar Höhenunterschiede reingemacht. Das ist ganz cool. Ja, süß. Tolles Tier so für den Anfang. Kann man, glaube ich, nicht viel falsch mitmachen. Sind einfach hübsche Tiere, die man sich gut angucken kann. Sehr cool. So. Oh Gott, wo bin ich jetzt? Bin falsch rausgegangen, oder? Nee, bin ich nicht. Hier waren wir gerade. Oh, hier kann man... Nee, hier ist nichts. Ah, hier ist der Rundgang Affenhaus Tigerhaus. Oh, hier ist auch schon mal so ein Glas-Affenhaus. Ich habe da gerade schon so ein Tier gesehen, zumindest den Schwanz von dem Tier. Lemuren. Da bin ich ja mal gespannt. Da gehen wir aber erst später rein. Hier gucken wir mal ganz kurz. Gelbe Anaconda haben wir hier. Hast du auch sehr schön eingebaut hier. Die Vivarien. Finde ich cool. Was ist das? Ach, das ist ein Blatt. Das sah ja komisch aus. Und hier haben wir einen Leguan. Ein Leguan. Wo ist er denn? Der ist doch relativ groß. Kann ich den nicht sehen? Hallo? Wo ist der? Okay, das verwirrt mich gerade. Zwei Stück? Oh, da oben. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass die da hochklettern. Meistens sitzen die doch am Boden, oder? Wo ist der andere? Das finde ich ja interessant. Ach, auch da oben. Deswegen habe ich die auch nicht gesehen. Schaut mal. Da ist der eine. Der andere sitzt da im Baum. Wow, nicht schlecht. Haben sich gut versteckt. So, jetzt gehen wir mal den Rundgang entlang. Links hast du auch einen kleinen Fluss gemacht. Ah, der ist sozusagen eine natürliche Abgrenzung für die Affen hier. Hier vorne ist nämlich, glaube ich, ja, hier sieht man das ganz gut. Hier ist ein begehbares Gehege. Und es läutet schon, irgendein Tier ist ausgebüxt, aber das macht nichts. Das kann mal passieren. Cool, finde ich toll. Freue ich mich gleich schon drauf. So, wo geht's denn hier hin? Ach, hier haben wir auch nochmal ein neues Gehege. Ein weiteres. Was haben wir denn hier? Ich hätte, glaube ich, tatsächlich hier sogar, da du das hier so runter gemacht hast, das Gehege, das ist immer ganz cool. Ich glaube, da hätte ich sogar die Glasscheiben fast weggelassen und vielleicht nur so ein kleines Geländer gebaut. Weil durch Glasscheiben kann man leider nicht immer ganz so gut gucken, wie als wenn man so richtig auf die Tiere gucken kann. Zumindest im Spiel hier. Weil die immer sehr milchig sind, die Glasscheiben. Ich weiß gar nicht, was das für ein Gehege hier ist. Hier könntest du auch noch so ein paar Klippen machen können. Aber das sieht cool aus mit dem Nebel. Sowas mag ich allgemein sehr gerne. Ich sehe nur leider gerade keine Tiere. Oh, da ist einer, oder? Ist das ein Gorilla? Ich glaube schon. Ah, cool. Hier können wir die Gorillas sehen. Okay. Aber hier können die auch nicht hoch, ne? Nee, nicht wirklich. Also ein bisschen Allgemeinklippen fehlen hier noch. Also das musst du so ein bisschen kombiniert mit Klippen machen, damit das ein bisschen natürlicher aussieht. Aber das sind tatsächlich... Wie heißen die nochmal? Westland-Gorilla? Nee, wie heißen die denn nochmal? Westlicher Flachland-Gorilla, genau. Auch coole Tiere, ne? Boah, die haben aber auch Zähne. Oh mein Gott. Heftig. Also wirklich heftig. Okay, das waren die Gorillas. Hier auf der anderen Seite haben wir nochmal Affen. Hier sieht das tatsächlich schon ein bisschen schöner aus von der Gestaltung, muss ich sagen. Ein bisschen fertiger. Aber hier hätte ich das auch mit dem Glas, glaube ich, so gemacht, dass du einfach hier so ein Geländer machst. Und dann vielleicht das hier noch ein bisschen näher ran, wenn das geht. Ich weiß es gar nicht. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Wegen dem Weg. Aber ich glaube, ich hätte echt nur ein Geländer gemacht, weil dann kann man ein bisschen besser durchgucken. Aber das mit dem Nebel finde ich super. Das ist wirklich sehr atmosphärisch. Solche Effekte mag ich sowieso sehr gerne. Hier haben wir Mandrills. Ich finde es auch sehr cool, dass du das Gehege so verwuchert hast. Also es ist sehr viele Bäume und dadurch kann man die Tiere dann teilweise schwerer sehen, aber das finde ich eigentlich ganz cool. Weil man kann ja auch noch hier reingehen und die dann nochmal genauer sehen wahrscheinlich. Deswegen finde ich das eigentlich ziemlich cool so. Sieht auf jeden Fall nice aus hier, wie du das bepflanzt hast. Sehr dschungelig. So, gehen wir mal hinein in das Affenhaus.
Das ist auch schon ein Gorilla. Ein Silberrücken. Schöne Atmosphäre hier. Ein riesiges Gebäude. Hier fehlen natürlich auch wieder die Deckenstützen. Da achte ich mittlerweile drauf. Das haben schon öfter welche von euch in die Kommentare geschrieben. Bei so großen Gebäuden muss man das halt immer so ein bisschen abstützen, damit es realistisch ist. Finde ich aber nicht so schlimm, wenn man es nicht macht. Bin ich ganz ehrlich. Weil so große Gebäude zu bauen, ist mega schwierig. Finde ich zumindest persönlich. So, hier haben wir nämlich nochmal eine Scheibe, wo man die Mandrills sehen könnte. Die sind leider gerade nicht da, wenn sie dann da oben schlafen. Aber das finde ich aber gut, dass du die Schlafplätze so gemacht hast, dass sie sich auch zurückziehen können vor den Blicken. Hier vorne kann man den direkt beim Musizieren zusehen. Das finde ich cool. Wir gehen mal hinein ins Gehege. Man kann auch noch hier von außen gucken, sehe ich gerade. Das heißt, man hat wirklich so einen Rundumblick. Auch coole Tiere, wirklich. Hier ist natürlich auch noch ein bisschen unfertig, sieht das hier aus. Aber das macht nichts. Immer schwierig, wenn man so einen großen Zoo baut. Auch nochmal ein Vivarientier. Ach, ein Lehmanns-Feigefrosch. Ja, gucken wir mal jetzt nicht nach. Aber du hast dir wieder die Mühe gemacht, das alles einzubauen, auch mit so Bäumen und so. Finde ich sehr cool. Kommt dadurch sehr tropenmäßig rüber. Bonobos haben wir hier. Finde ich übrigens auch gut, dass du das hier beschriftet hast. Die sind leider gerade alle gar nicht da. Sind gerade wahrscheinlich alle draußen, weil gutes Wetter ist. Ja, hier hinten sind die Bonobos. Ja, so ein bisschen Felsen fehlen hier leider immer. Ich finde, man muss das immer allgemein so machen. Wenn man das Terrain bearbeitet, muss man das immer so ein bisschen mit Felsen kombinieren. Auch hier an solchen Stellen. Ich glaube, Bonobos... Alter, bist du laut. Bonobos sind, glaube ich, sehr menschennah. Habe ich, glaube ich, mal gehört. Weiß es aber gar nicht genau. Schimpansen waren es, glaube ich, auch, ne? Die sehr menschennah sind. So, und hier hatten wir nochmal die Gorillas. Die kann man auch von innen sehen. Ja, Glasscheiben sind halt, auch wenn die Sonne drauf scheint, dann sieht man echt wenig dadurch. Finde ich immer ein bisschen schade, dass es immer so milchig hier ist. Wäre cooler, wenn das noch ein bisschen klarer wäre, das Glas. So, das war das Affenhaus. Sehr schön, hat Spaß gemacht. Kann man hier noch irgendwie raus? Nee. Glaub nicht. Cool. Okay. Dann geht's, glaube ich, zurück, wenn mich nicht alles täuscht. Beziehungsweise können wir hier lang gehen. Hier könnte man jetzt nochmal einmal bei den Mandrills komplett drumherum laufen. Dadurch ist es auch echt cool, dass das so verwuchert ist, weil dann hat man sozusagen von hier nochmal einen komplett anderen Blickwinkel und sieht andere Dinge. Sieht auch echt toll aus hier. Im Hintergrund das Haus, hier die ganzen Klettermöglichkeiten, der Rauch. Und die spielen da an so einem Eisblock. Cool. Also das mit dem Rauch finde ich mega. Das ist ganz toll. Oh, Schneeleopard haben wir hier. Okay. Oh, okay, hier hast du das super gemacht mit dem Felsen. Hat man echt einen tollen Blick auf das Gehege. Du hast es auch immer sehr gut gemacht, dass du die Gehege niedriger gemacht hast als den Weg sozusagen, wo man drauf läuft. Dadurch kann man immer schön von oben hinunter gucken. Das ist echt cool. Hier sind auch schon so Arktik-Sachen. Oh, da ist sie ja. Die Katze, die Katze. Auch ganz tolle Tiere. Interessantes Gehege, wirklich. Sieht cool aus. Ja, das finde ich mega cool. Auch, dass du hier in der Mitte so eine Erhöhung hast und die dann hier einmal rumlaufen können. Dadurch können sie sich auch so hier hinten so ein bisschen verstecken. Und dann muss man hier rumlaufen, damit man die sieht. Finde ich toll. So. Arktis. Oh, da gehen wir auch noch hin wahrscheinlich, ne? Mandrill. Nochmal schöne Toiletten, auch sehr schön gebaut. Schöne Gebäude. Ist super eingebaut. Gehen wir mal in den Arktis-Bereich. Gucken, was uns da erwartet. So, ach, hier kann man auch nochmal rauf. Ah, hier hat man nochmal so eine Plattform. Die Äffchen, cool. Oh, das ist sehr gut, weil sonst hätte man dieses Gehege gar nicht sehen können. Das ist nämlich das von den Bonobos. Da sind wir ja vorhin reingelaufen. Das ist natürlich sehr, sehr gut, dass du hier so eine Plattform noch hingebaut hast. Welcome to Arktis. Oh, das sieht ja schön aus. Auch mit Musik. Wundervoll. Toller Eingang. Cool.
Das hier ist Mitarbeiterbereich. Oha, okay. Geht's hier rein? Ein Gebäude. Ja, hier fehlen natürlich auch wieder so ein bisschen die Stützen. Ich glaube, das hätte sogar cool ausgesehen, hättest du hier noch Stützen in der Mitte oder so. Mir gut vorstellen können. Sieht hier noch teilweise ein bisschen leer aus. Aber das ist halt so eine kleine Fressecke. Ah, hier auf dieser Seite hast du noch gar nichts gebaut, deswegen sieht das leer aus. Hier hätte nämlich noch was hingesollt wahrscheinlich. Entschuldigung. So, hier haben wir den Eisbären. Da kann man so durch so Fensterscheiben reingucken. Das finde ich cool. Tolles Gehege, das sieht nice aus. Da hinten hast du auch so eine eigene Eishöhle gebaut. Das ist, glaube ich, auch der Eisbär gerade hier hinter irgendwo. Wie viel der hier schon hingeköttelt hat. Wow, sehr cooles Gehege. Gefällt mir mit den Felsen, wie du das hier gemacht hast. Und auch, dass man hier von unten so reingucken kann. Kann man ihn beim Planschen dann sehen, wenn man ein bisschen Glück hat. Man kann aber auch noch hochgehen, so wie es aussieht. Ja. Hier kann man nämlich auch noch hochgehen. Hier ist dann nochmal ein schöner Weihnachtsbaum. Und da kann man nochmal von oben in das Gehege schauen. Da schlafen sie gerade. Die Eisfelsen sehen gerade so... Sie sehen überhaupt nicht blau aus. Liegt das an der Sonneneinstrahlung? Ich glaube schon. Sie sehen gerade echt natürlich aus. Also ein bisschen besser als sonst. Sonst sehen die immer so blau aus. Ich meine, ich finde die allgemein ganz cool. Aber viele mögen die ja nicht, weil die so unnatürlich aussehen. Aber jetzt gerade geht's voll. Hm. Scheint echt an der Lichteinstrahlung zu liegen. Das ist ein cooles Gehege. Auch sehr, sehr groß. Die brauchen ja sehr viel Platz. Irgendjemand hat mal erzählt, dass die das Tier sind, was am meisten Platz braucht. Könnte ich mir auch vorstellen. So. Auf der anderen Seite sollte wahrscheinlich irgendwas geplant werden, aber bist du wahrscheinlich nicht mehr zugekommen. Beziehungsweise, du hast, glaube ich, auch geschrieben, dass das Spiel langsam anfängt zu ruckeln bei dir. In der zweiten E-Mail. Cool, das war der Arktis-Bereich. Weiter geht's. Bin gleich mal gespannt, ob uns ein Tier begegnet, weil die Glocken die ganze Zeit klingeln. Wir gehen mal hier rum. Bitte nicht ins Gehege springen. Alright. Machen wir einfach. Nee, Quatsch. Oh nein. Wir retten dich. Kein Problem. Gerettet, du Kleiner. Man kann hier gar nicht reinspringen. Sonst hätte ich es jetzt gemacht. Einfach aus Prinzip, weil du sagst, bitte nicht. So, hier geht's auch runter. Oh, okay. Kann man dann nochmal die Schlafplätze sehen. Finde ich auch cool mit den Säulen hier. Das sieht natürlich hier so ein bisschen unnatürlich aus, muss man sagen. Weil du immer die gleichen Felsen verwendet hast. Das hättest du vielleicht noch ein bisschen natürlicher hier oben gestalten können. Auch hier auf dieser Seite. Aber hier sehen wir, ist so ein Durchgang, wo man auf beiden Seiten die Schlafplätze sieht. Das finde ich cool. Hier einmal von den Schneeleoparden und hier von Löwen. Sehr cool. Da schlafen sie. Auch tolle Tiere, ne? Coole Idee, so einen Gang zu bauen. Da kann man auf jeden Fall viel zu Gesicht bekommen. Habe ich mich jetzt verlaufen? Ich weiß es nicht. Das Rundgangsschild hast du jetzt auch gar nicht so krass ausgeschildert, aber... Bis jetzt ist es auch sehr gut strukturiert von den Wegen. Ach, guck mal, hier. Rundgang. Da gehen wir gleich lang. Hier kann man auch nochmal außen rumlaufen, sehe ich gerade. Einmal komplett um das Gehege. Ich würde mir das auch nochmal ein bisschen anschauen. Ja, hier fehlt auf jeden Fall auch noch ein bisschen Gestaltung in dem Gehege. Gerade hier vorne auf der Fläche. Ein bisschen sehr gerade. So. Ah, hier haben wir das nächste Tier schon. Taiwanischer Schwarzbär. Der einzige Bär, den ich eigentlich immer erkenne. Weil das ist halt der einzige, der schwarzes Fell hat. Ja, cool. Aber man kann wieder von oben nach unten schauen. Das finde ich eh immer gut. Auch wieder ein sehr interessantes Gehege, wie du es hier gestaltet hast. Bisschen Wasser, bisschen Blumen. Kann die Tiere super beobachten. Das da hinten sieht auch super interessant aus. Das sind hier so Klettermöglichkeiten für die Bären, glaube ich. Cool. Wir gehen aber mal den Rundgang entlang. Das heißt hier ist es auch cool mit dem Geländer gemacht.
und auch wieder Musik für uns. Ach, schön. Sowas finde ich auch immer toll, wenn man Bäume platziert, die über den Weg hinausragen. Finde ich immer sehr atmosphärisch. Mega. So, hier können wir auch noch durchgehen. Ich will eigentlich mal gleich durch das Gehege hier durchgehen. Oh, wie schön. Hier kann man die nochmal von beim Schlafen sehen. Das hast du echt toll hier gemacht, auch mit diesen Blümchen. Und auch tolle Felsarbeit hier gemacht. Mit den Säulen hier, das finde ich sehr interessant. Cool, sehr schön. Ja, ich glaube, hier kann man auch nochmal komplett außen rum gehen, aber das ist jetzt ja auch nicht so wichtig, denke ich. Nee, da gehen wir mal nicht lang. Ich will jetzt mal durch dieses begehbare Gehege gehen. Allerdings will ich da, glaube ich, von vorne durchgehen, weil das ist hier, glaube ich, der Hinterausgang. Ich glaube, das ist ganz klug, wenn ich da jetzt... Oh, nee, das klappt nicht. Ich gehe mal einmal hier außen rum. So viel Zeit muss sein. Also bis jetzt gefällt mir dein Zoo schon richtig gut. Macht Spaß. Bin mal gespannt, wie viele uns hier noch erwartet. So, jetzt gehen wir mal hier durch. Bitte keine Tiere mit nach Hause nehmen. Ja, ich glaube, das ist schon öfter passiert, dass jemand eine Lemuren im Zoo geklaut hat oder so, ne? Zumindest mal gehört. Aber ich glaube, das war eher nachts, nicht im normalen Betrieb. Ich glaube, so ein Tier rausschmuggeln ist ziemlich schwierig. Das sieht voll interessant hier aus. Okay. So ein Kletterhaus für die Affen. Können die dann rein, da kann man die dann auf Augenhöhe quasi sehen. War da gerade ein Tier? Nee, leider nicht. Also sind leider gerade nicht da. Und die können dann auch nochmal hier rüber klettern. Von der einen Seite zur anderen. Finde ich cool, so ein Glashaus. Auch eine schöne Treppe da drin. Oh, das sind sogar gerade welche. Wow, cool. Ich würde gerne hier einen oben rüber gehen sehen, aber... Vielleicht wird es passieren. Er geht auf jeden Fall gerade hoch. Wie das aussieht, wie er da hochspringt. Okay. So, wenn du jetzt ein cooler Affe bist, gehst du jetzt hier einmal rüber. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Sehen nicht mehr. Jetzt aber eigentlich dahin gucken. Ja, ich glaube, das wird nicht passieren. Egal, macht nichts. Wir gehen mal durch. Ich finde es auf jeden Fall cool. Die können dann hier auch rein und raus gehen. Auf beiden Seiten. Ach, immer noch nicht. Hätte ja sein können. Kann auch gut sein, dass sie hier ausgebüxt sind. Hier klingelt es zumindest. Ist auch ein paar Klettermöglichkeiten. Sieht ja teilweise auch noch ein bisschen leer aus. Ich glaube, du hättest ja auch noch ein bisschen mehr mit diesem Tool arbeiten können, dass du hier so Farbunterschiede drin hast, so wie hier. So ein bisschen mehr, einfach mal so die ein oder andere Stelle. Das hätte, glaube ich, ganz cool ausgesehen. Aber schöne Klettermöglichkeiten hast du hier auch. Hm, ich glaube, die hast du sogar selbst gebaut. Sieht sehr interessant aus. Weil kann auch sein, dass du die aus dem Workshop hast. Das sind auch so klassische Objekte, die man sich gerne aus dem Workshop holt. Ah, hier schwebt auch was. Also könnte ich mir sogar vorstellen, dass du es aus dem Workshop hast, eventuell. Weil die Säule nicht ganz den Boden berührt. Sieht aber auf jeden Fall interessant aus. Cool. Hier kann man dann durchgehen. Ich glaube, hier sind kaum noch Affen drin. Ich glaube, die sind alle ausgebüxt. Kann das sein? Hm. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Okay, gehen wir mal wieder raus. So, und jetzt folgen wir dem Rundgang, Leute. So, ein paar mehr Wege gibt es ja schon. Tigerhaus. Ganges-Tunnel. Das klingt ja interessant. Wo sind wir denn hier? Ach, hier sind schon die Ganges-Gaviale. Die schwimmen da gerade. Oh, wisst ihr, was wir jetzt machen? Das ist übrigens auch cool. Man kann rechts und links die Tiere sehen. Hat hier so eine Brücke. Hast du auch sehr schön mit den Barrieren gemacht. Oh, ich will jetzt in diesen Tunnel rein. Der war doch hier am Eingang, ne? Weil die schwimmen da gerade so schön. Hier war der. Oh ja, da gehen wir rein. So viel zum Thema, ich halte mich an den Rundgang. Ganges-Tunnel. Oh ja. Oh mein Gott, ich liebe solche Tunnel. Warum passiert das eigentlich ab und zu, dass man hier so Unterwasseroptik kriegt? Hm. Sehr schade. Manchmal passiert das nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Egal, dann sind wir jetzt unter Wasser, macht nichts. Man kann hier auf jeden Fall die Tiere super sehen. Ich liebe ja solche Tunnel. Ist halt nur gerade schade, dass diese... So ist es halt noch cooler, ne? Da kann man halt die Tiere dann auch richtig cool beobachten. Also so Unterwassertunnel, damit catcht ihr mich immer. Finde ich mega nice. Was ist denn hier passiert mit dem Bordstein? Das ist ja seltsam. Habe ich ja noch nie gesehen. Der Bordstein ist hier komplett irgendwie...
Naja, macht ja nichts. Ist auf jeden Fall cool, so einen Tunnel zu bauen. Feier ich mega. Ich gehe jetzt meinen eigenen Rundgang. Wollte das jetzt unbedingt sehen. Oh Gott. Golfplattform. Ich glaube, ich bin gar nicht so falsch gegangen. Ich glaube, ich hätte einfach den normalen Weg nehmen können. Ja, genau. Hier sind wir vorhin raufgegangen. Ich bin, glaube ich, echt richtig gegangen, einigermaßen. Kann man die dann auch nochmal gut von oben beobachten. Wir rechts. Haben wir auch schon wieder ein neues Gehege. Oh, hier ist ja überall, wo man hinschaut, sind Gehege. Oh, das ist, glaube ich, der erste Wasserfall, den ich sehe. Stimmt. Das habe ich noch ein bisschen vermisst. Hier ist auf jeden Fall der erste Wasserfall. Sieht sehr tropisch und interessant aus. Gucken, was es da gleich zu sehen gibt. Ist auch noch irgendein Tiergehege. Ich weiß aber nicht, welches. Oh, Tiger sind hier. Verschwindet leider gerade, aber man hat es kurz gesehen. Okay. So, hier ist auch gar nicht mehr der Rundgang ausgeschildert. Gehen wir mal hier hoch auf die Wolf-Plattform. Hier ist ein Wolfgehege. Auch sehr interessant hier mit den Felsen. Da heulen sie. Oh, hier haben wir noch Bären. Ich sage, das ist ein Grizzly oder Isabel. Ich sag Grizzly. Isabel. Ja, ich kann es nicht unterscheiden. Ihr habt mir schon geschrieben, die Isabel-Bären sind wohl kleiner und heller. Aber konnte ich jetzt gerade nicht unterscheiden. Tue ich mich immer schwer mit. Das ist aber cool. Hier kann man nochmal runter gucken. Ah, okay. Hat man hier nochmal eine Plattform, wo man auf beide Gehege gucken kann. Einmal die Wölfe sehen und einmal die Bären. Auch ein sehr schönes Gehege, ja, sehr schön gestaltet. Bei Bären finde ich solche ausgetrockneten, ja, Bäume, so verfaulte Bäume immer sehr cool, muss ich sagen. Sind das verfaulte Bäume? Ne, nicht wirklich, ne? Tote, ausgetrocknete Bäume, würde ich jetzt mal dazu sagen. Oh, da kommt sogar gerade einer hoch. Cool. Und auch, ist das ein Baby? Ich weiß nicht. Oder ein Weibchen wahrscheinlich, ne? Cool. Finde ich nice. So, runter geht's wieder. Und dann gehen wir weiter. Oh, wie cool das wieder aussieht. Also so ein Nebel ist mega. Ist immer so atmosphärisch. Das sieht so cool aus mit so einem Nebel. Kann man gut in Sümpfen und so auch verwenden. Nebel. Jetzt geht's zum Restaurant und zum Tigerhaus. Ich habe auch langsam Hunger. Ich nehme das tatsächlich gerade wieder morgens auf. War vorm Frühstücken. Ich habe mir einfach nur einen Kaffee gemacht. Und dachte mir so, jetzt einen schönen Zoo besichtigen. Das wär's doch. Oh, guck mal, wie schön das aussieht hier. Sieht immer so ein bisschen mystisch aus. Also der Morgentau, Morgennebel. Ach, ich liebe das. Okay, hier geht's rein. Rundgang. Ab ins Tigerhaus. Ah, hier kann man die Tiger dann einmal beim Schlafen sehen. Oh, wie schön, da ist sogar einer. Tiger sind ja auch riesig, ne? Was sagt der Königstiger oder sibirischer Tiger? Relativ hell unten, ne? Ich würde sagen sibirisch. Yes! Wir sind so gut. Wir sind so gut. Ist aber cool, dass man die hier sehen kann beim Schlafen. Ah, auch hier hast du sogar Nebel eingebaut. Ah, und hier haben wir dann die Königstiger. Ah, okay. Die sind leider gerade nicht hier drin. Da sind sie. Die haben halt nicht so einen hellen Bauch. Finde ich cool, dass du hier wieder so ein Haus gemacht hast. Oh, das sieht aber echt schön aus hier. Gut, die ein oder andere Düse sieht man. Aber es ist ein sehr interessanter Wasserfall. Auch mit dem Nebel und so. Das sieht schon cool aus. Ja, das sieht ganz cool aus. Wasserfälle hättest du ruhig ein paar mehr bauen können. Hätte ich nichts dagegen gehabt. So in den Gehegen und sowas wäre nicht schlecht gewesen. Das ist auch nochmal ein schöner Ausblick auf die Tiger. Hier geht's dann zurück. Oh, hier geht's auch nochmal hin. Und nochmal Toiletten. Auch sehr coole Toiletten. Leider ein bisschen Gras durch. So, noch ein paar Shops. Oh, das ist aber coole Idee mit dem Wasserfall. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das eventuell ein Workshop-Element ist. Oder Objekt ist. Kann sein, weiß ich nicht. Geht's auf jeden Fall einmal rum, kann man was essen. Und dann geht's hier wieder zurück. Sehr cool. Jetzt geht's zum Restaurant. Da machen wir uns dann, oder holen wir uns gleich Frühstück. Oh, cool. Wo geht's jetzt lang?
Kann ich es mal aussuchen? Ich gehe mal hier lang. Ah, Restaurant. Siehst du, meine Nase hat mich nicht enttäuscht. Sehr gut. Okay. Boah, jetzt so einen schönen Donut, hätte ich nichts dagegen. Geht auch klar zum Frühstück. Wobei, ich bin eh jemand, der kann auch direkt zum Frühstück Mittag essen. Da habe ich absolut nichts gegen. Bin nicht so der Frühstücksmensch. Ich kann mal nochmal die Bären sehen von der anderen Seite. Auch sehr coole Idee. Finde ich immer toll, wenn man die Gehege von allen Seiten einsehen kann. Und ich höre schon Elephants. Aber die sind nicht hier. Hier haben wir nämlich Trampeltierchen. Cool. Auch cooles, interessantes Gehege hast du hier gebaut. So Wüstenoptik. Finde ich sehr cool. Das sieht doch nice aus. Da hinten haben sie da noch so einen Unterstand. Da schlafen sie gerade. Wollen wir sie auch nicht weiter stören bei. Gehen wir mal wieder zurück. Aber auch cool, dass man beim Restaurant nochmal links und rechts Tiere sehen kann. Weil hier sind ein bisschen wenig Sitzmöglichkeiten. 4 Tische ist, glaube ich, ein bisschen wenig. Hätte sie vielleicht noch ein bisschen mehr unterbringen können. Aber das sind alles so Kleinigkeiten. Dün, dün, dün. Nehmen wir wieder Tierchen. Die Lakrustenechse und... Ah, jetzt habe ich schon fast vergessen. Das dürfte die Puffotter sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Puffotter. Todesotter. Nein! Siehst du, ich habe es verlernt. Ich habe zu lange keine Zoos mehr besichtigt mit Vivarientieren. Stimmt, die Todesotter war das mit dem Schwarz oben auf dem Kopf. Hat die Puffotter nicht. Auch coole Schlange. Oder zählen Otter? Ottern zu Schlangen? Ich glaube schon. Doch, eigentlich schon. Was soll es sonst sein? Hier haben wir ein Afrika-Gehege. Oh, hier sind Giraffen. Zebra sehe ich. Irgendwelche Antilopen, genau, Rappenantilopen. Diesen Böcken und Antilopen tue ich mich ja mal schwer. Den habe ich auch nachgeguckt. Oh, da kommt sie sogar gerade. Cool. Okay. Gehen wir mal hier weiter. Kann man nochmal die Trampeltiere sehen. Aus einer anderen Perspektive. Sieht doch schon sehr schön aus. Da sind immer ein paar Läden. Ah, hier kann man nochmal gucken auf das große Gehege. Du hast ja auch immer versucht, den Weg gut abzustützen. Ich glaube, hier so ein paar Zwischenstützen hättest du ruhig machen können noch. Hier vorne. Aber bei so Stützen und so finde ich auch immer schwierig. Da muss man halt immer ein bisschen nach Gefühl machen. Ah, das ist ein cooles, großes Gehege. Hier haben wir dann nochmal Strauße. Und irgendwelche... Sind das Gazellen? Springbok, okay. Nevermind. Kann sie nicht erkennen. Alles das Gleiche. Alles Raubkatzenfutter. Nee, ganz so schlimm ist nicht. Boah, Strauße sind auch fies. Okay. Auf jeden Fall der Afrika-Bereich. Ausgang, Elefantenhaus. Dein Zoo ist mega groß. Also krass. Dafür hast du den echt noch sehr schön dekoriert, dass du so viele Tiere hast und dass der so groß ist. Hier ist ein Elefantengehege. Ja gut, hier ist natürlich wieder eine natürliche, unnatürliche Barriere. Bin ich ja mal nicht so der Fan von. Aber bei so einem großen Zoo, da ist es auch schwierig umzusetzen. Cool, mit diesem plätschernden Wasser. Finde ich nice. Ah, okay, du hast hier die indischen Elefanten und links die afrikanischen Elefanten, so wie es aussieht. Hier geht's ins Elefantenhaus. Ja, diese Häuser sind natürlich auch sehr standardmäßig gebaut, so, ne? Es ist halt einfach nur Wände und dann oben so eine Glaskuppel drüber. Also da könnte man sich natürlich auch noch mehr austoben. Aber ich finde, Gebäude bauen ist auch selber sehr schwierig. Kann man nicht anders sagen. Oder schläft ein Elefant? Das finde ich aber cool, dass du das so gemischt hast. Hier rechts die einen Elefanten, links die anderen. Da sind die indischen. Finde ich cool. Richtig nice. So, hier kann man auch nochmal lang. Ich glaube, wir gehen mal durch die Mitte zurück. Nehmen wir nochmal so ein paar Fressbuden. Sehr schön. Schöner kleiner Platz für die Leute. So, und jetzt gehen wir mal hier. Gehen wir hier lang oder da lang? Hier ist das Wegenetz tatsächlich ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Ja, wir gehen hier lang. Noch habe ich mich nicht groß verlaufen, glaube ich. Aber hier kann man nochmal auf die Elefanten schauen. Und jetzt geht es hier zurück. Jetzt können wir, glaube ich, nämlich hier vorne nochmal. Genau.
hier über die Brücke gleich rechts gehen. Die Plattform von dem großen Afrika-Gehege. Aber hier ist auch noch irgendwas. Ah, hier sind noch Hippos. Das sind aber Zwerghippos, glaube ich, ne? Nee. Ist einfach nur ein Babyflusspferd, okay. Da schläft es, oder da schläft es gerade, da chillt es gerade im Wasser. Riesige Flusspferd. Ist aber cool, dass man hier nochmal rüberlaufen kann und die sehen kann. So. Da hinten ist nochmal ein bisschen was gebaut. Ey, war auf jeden Fall noch einiges geplant. Bist aber wahrscheinlich nicht fertig mit geworden. Das macht ja nichts. Auch coole Idee, hier so ein Glasdach hinzumachen, dass man von oben die sehen kann, die Tiere. Hier kann man auch... Oh, da schläft sogar eins. Hier kann man auch nochmal schön durchgucken. Und hier am Rand gehen wir jetzt mal nicht lang, würde ich sagen. Hier sind auch nochmal so Plattformen, die hatten wir auf der anderen Seite ja auch. Da kann man dann reinschauen. Wir gehen jetzt aber nochmal da oben drüber. Das interessiert mich nochmal. Ich glaube, dann haben wir es schon fast geschafft. Durch dein Zoo. So, gehen wir hier oben rüber. Ja, hier muss man natürlich auch mal wieder ein bisschen mit Klippen machen. Wie hier. Hier fehlen mir allgemein noch so ein bisschen... Also ich finde die Kanten ein bisschen zu hart hier, glaube ich, von diesen Höhenunterschieden. Die muss man, glaube ich, noch ein bisschen mit Klippen ausschmücken. Aber das ist cool, dass man hier reingucken kann, wenn die Tiere schlafen. Das ist echt toll. Coole Idee. Kann man von oben die Tiere nochmal perfekt beobachten. Und man kann sie sogar beim Schlafen sehen. Sehr schön. So, hier hinten waren wir auch noch nicht. Ah, hier kann man nochmal die Tiger sehen, die gerade in Zeitlupe fliegen, wie in so einem Film. Sieht ja immer so lustig aus, wenn die springen, ne? Okay, Trampeltier, Affenplattform, African Adventure. Oh, sehr schönes Schild. Okay, ich glaube, wir haben alles gesehen. Wir gucken mal von oben. Wir gucken mal von oben. Mal schauen. So, willkommen in Afrika. Eingangsbereich ist auch sehr schön gewesen. Genau, hier war der Arktisbereich. Hier die Äffchen. Schneeleopard, Löwen. Was hatten wir hier? Ach, das waren die taiwanischen Schwarzbären. Dangeskaviale mit diesem coolen Tunnel. Also solche Tunnel sind immer mega nice. Ich weiß jetzt nicht, woran das lag, dass da das Wasser unterirdisch war. Kann ich euch nicht sagen, keine Ahnung. Haben wir hier? Ach, das sind Mitarbeiterbereiche, okay. Ist da auch noch so ein bisschen dich ausgetobt mit Wasser. Ach, hier ist auch sogar ein Wasserfall. Habe ich den vorhin gar nicht gesehen. Ich glaube, den habe ich übersehen. Habe ja hier gesagt, das ist der erste Wasserfall. Stimmt aber nicht. Okay. Was war denn das hier? Ach, das waren die Wölfe. Okay. Das waren die Wölfe. Genau, hier hinten haben wir dann noch den Afrika-Bereich. Sehr cool. Großer Zoo. Und dafür schon sehr schön gestaltet, dafür, dass er so groß ist. Machen wir mal Nacht. Ah gut. Ich glaube, hier hast du noch nicht so krass beleuchtet. Ansonsten wäre wahrscheinlich hier schon das Eingangsschild und so beleuchtet. Aber hast du ja auch nicht in die E-Mail geschrieben, dass du das schon berücksichtigt hast. Finde ich auch nicht schlimm. Aber lieber einmal mehr gucken als einmal zu wenig. Ihr wisst ja, ne? Wenn es jetzt schön beleuchtet wäre, hätten wir das verpasst. Das war auf jeden Fall der Zoo Ananau von Sheila. Vielen Dank, dass du es nochmal eingesendet hast. Hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, ihr schreibt jetzt in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Sheila fandet. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Däumchen freuen. Falls ihr auch einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.